So, jetzt geht's ja weiter von Rocket Knight. So, jetzt können wir sogar fliegen. Und noch cooler ist hier, wenn ich jetzt den Boost bam, einfach einsetze und in voller Länge für volle Länge auf Viereck drücke, weil da hat man wenigstens mehr getroffen als so einzeln zu schießen. Ah, scheiße, jetzt habe ich einen Stein verloren, aber ist egal. Kettenreaktion. Hoppla. Ja, der hat sich wieder das Leben eingesetzt. Aber das ist nicht so schlimm. Was das sein soll hier, das ist Checkpoints. Das sind die Checkpoints. Diese komischen. Ach, Scheiße. So, und da verliert man seine Herzen, wenn man ihn kann. Und man muss es noch einmal versuchen, dass man es schafft. Aber bei dem Level hier, das ist sehr, sehr schwierig.
Ja, das ist jetzt Boss-Time. Oh, jetzt sitzt er erstmal hier seine. Stirb. Ja, das kann ich jetzt eigentlich überspringen und das war's jetzt endlich. Soll dann der nächste Boss-Teil sein? Oder Boss-Fight? Und der hört's auf. Ja, und das war's. Ja. Das war's. Ja, das war's. Ja. Das war's. Und der Rest kann man nur bloß in der Vollversion sich holen. Also, wenn es gefällt, also mir gefällt es sehr gut, aber holen werde ich es mir nicht. Wenn es gefällt, soll es sich unbedingt beim Store sich holen. Wenn nicht, dann soll es eben lassen und einfach mal die Testversion erstmal in aller Ruhe zocken. Wenn es trotzdem euch nicht gefällt, dann lasst es lieber, löscht wieder das Spiel und holt eben euch nächstes. So, ja, das war's, liebe Leute, zum diesen Rocket Knight Part und ich sag, man sieht sich. Ciao, Leute.